Schweine, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich teste jeden Döner meiner wunderbaren Stadt in Hamburg. Also Leute, wir sind bei Episode 9 angelangt. Ihr kriegt jetzt schön das Döner-Ranking eingeblendet. Also, es ist wirklich jede Woche aufs Neue derzeit gefühlt ein Struggle. Wir wollen Platz 1 stürzen. Platz 1 bei mir ist dein Dönermann in Sternschanze mit 7 Sternen, wollte ich gerade sagen, mit 7er Bewertung. Hier ist ein Zebrastreifen, hier nach rechts, damit die Leute nicht denken, ich will rübergehen. Und ich möchte heute natürlich schaffen, den zu schlagen. Wem nehme ich zu Hilfe? Und zwar euch, Fettsäcke. Es regnet gerade, das Wetter ist auch heute ein bisschen schmutzig hier in Hamburg. Wenn ich zu Hause bin, ich liebe es. Ich sage euch ehrlich, wenn es regnet, ich bin zu Hause eingekuschelt, gib mir noch Kakao. Geil, na, draußen ist ein bisschen kacke gerade, aber was soll's. Also auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich will eure Hilfe mal wieder beanspruchen nehmen, weil es gibt einen Zuschauer, der schwört. Nicht auf seine Mutter, aber der hat schon geschwört, so heimlich, ne? Und meinte einfach, dieser Döner an Lattenkamp, heißt die U-Bahn-Station. Ich bin da dran schon mal vorbeigefahren, weil das ist eine große Konzerthalle. Da war ich beim Rind-Konzert damals. Und das ist mein alter Arbeitgeber, wo ich nach einem Monat gekündigt habe. Also ein paar Storys habe ich da auf jeden Fall erlebt. Ich habe auch gefühlt, ich muss auch sagen, wenn ihr meine Videos aktiv schaut, ihr merkt immer, wenn ich in irgendeiner Ecke bin, sage ich, da habe ich was erlebt und hier habe ich was erlebt. Ich muss sagen, in diesem Haus habe ich noch nichts erlebt. Kann ja noch kommen, ne? Auf jeden Fall schwört er auf diesen Döner am Lattenkamp. Ich glaube, der Dönermann ist, glaube ich, eine Kette. Ich bin nicht ganz, ganz sicher. Es ist Soul Kebab, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber das ist nicht schlimm. Ich weiß, wenn man Kette hört, denkt man erstmal so, oh, Kette, kann ich gut schmecken hier und da. Ich muss auch sagen, Soul Kebab ist komisch, weil eine Kette in Hamburg. Ich weiß nicht, ob die jetzt deutschlandweit ist. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr jetzt gerade Lust habt, in die Kommentare zu schreiben, kennt ihr Soul Kebab, also den Laden, oder ist das wirklich so das Hamburger Ding? Auf jeden Fall ist ein Dönerladen, sage ich mal ehrlich, der ist eigentlich recht gut und recht stabil immer. Deswegen glaube ich sogar, da könnte ganz gut werden. Mal gucken, ob der jetzt besonders gut ist. Weil das ist auch irgendwie so ein halber Franchise. Also sprich, du kannst eine Lizenz da kaufen, dann kannst du ihn aufmachen. Dann schmeckt es auch mal ein bisschen individuell, ne? Muss ich mal gleich schmecken. Deswegen bin ich gespannt, ob da jetzt irgendwas richtig Krasses rausspringt. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, in Barmbek zum Beispiel, das ist auch ein Viertel in Hamburg, da gibt es auch einen Soul Kebab. Ist aber eine andere Filiale. Und ich muss sagen, die haben einen unfassbar, unfassbar krassen Lahmacun. Mal gucken, ob der Döner jetzt in Lattenkamp auch krass sein wird. So, ihr Schweinedinger, da seht ihr die U-Bahn-Station. Oder hier oben könnt ihr sie auch sehen, ne? Das ist Lattenkamp. Auf der anderen Seite sollte der Döner sein. Und guck mal diesen Laden hier an, Leute. Pommeskult, ne? Das ist ein Currywurst-Pommesladen. Ich bin ja richtig oft schon vorbeigefahren mit dem Roller und dachte mir jedes Mal so, boah, ich würde dich gerne probieren. Irgendwann in so einem Video vielleicht auch, wenn es probiert hier zum Beispiel, ne? Und was ist jetzt, Leute? Ich weiß nicht, ob die zugemacht haben oder einfach nur, also es ist eine Bauarbeit, das sehe ich auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, aber die Pommesbude sieht geschlossen aus. Ha, schade, schade. Naja, auf zum Döner, damit ich einmal hier rumgehe. Ich habe den Kommentar wahrscheinlich schon eingeblendet von einem Zuschauer, der darauf geschwört hat, dass wir da zufriedengestellt werden, ne? Ich probiere auch hier auf Fetzer probiert, kann ich nochmal besser auf eure ganzen Sachen eingehen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt oder sonst was, haut's gerne rein, auch wenn ich gleich jetzt nicht herze oder sonst was. Ihr könnt euch sicher sein, ich lese eigentlich so gut wie jeden Kommentar. Und ihr Schweine, ich bin mir sicher, ne, das könnte nicht schlecht werden. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht schlecht wird. Ob es jetzt die Überbombe wird. Naja, kommen wir zum Kommentar zurück. Auf jeden Fall, der Zuschauer meinte, ne, er ist jedes Mal nach der Arbeit dahin gegangen. Ne? Das heißt, er hat noch ein bisschen so Nostalgiegefühle vielleicht. Oder irgendwie spielt er ein bisschen was mit. Ne? Ich gehe jetzt komplett neutral an die Sache. Weil klar, ich kenne das hier, aber ich war noch nie bei diesem Döner. Ich bin dann vorbeigegangen und dachte mir so, wie ist der wohl? Aber wisst ihr was? Ich lasse mich einfach völlig drauf ein. Ich bin gespannt, ob es wirklich Soul Kebab ist. Oder vielleicht ein ganz eigenständiger Döner. Okay. Und es ist wirklich Soul Kebab. Und ich muss auch sagen, die Dönerspieße sehen nicht schlecht aus. Hier kann ich sie nochmal was. Obwohl ich sehe gerade, Leute, der Laden hat doch geöffnet. Man sieht das ja durch die Baustelle gar nicht. Pommeskult, wir werden noch kommen. Okay, Leute, ne, das fängt ja so richtig gut an, sage ich euch. Das war richtig schöne Spießchen. Ihr habt sie gesehen. Dann das Geile ist, der hat mir abgeschnitten, sage ich euch. Ne? So richtig knusprig geile Teile. Das macht mich erstmal heiß. Dann die Mitarbeiter waren korrekt. Ne? Mal gut verstanden. Also wir wären nicht beste Freunde. Das muss ich euch leider jetzt schon mal enttäuschen. Also wahrscheinlich nichts. Aber die waren trotzdem eigentlich ganz nett, ganz lustig drauf. Aber jetzt kommt der Übelsknaller. Jetzt könnt ihr eure Tanzschuhe rausholen. Die hatten Knoblauchsoße. Ihr wisst, jede Episode heule ich rum in Knoblauchsoße, ne? Problem ist, ich freue mich schon, dass sie Knoblauchsoße haben, aber es ist nicht diese intensive, geile Knoblauchsoße, kann ich jetzt schon mal sagen, weil die hat man gesehen, dass sie ein bisschen mit Joghurt gestreckt worden ist, glaube ich zumindest. Ne, weil ich habe mal was gegessen, habe da Knoblauchsoße genommen und dachte auch so, Digga, was? Knoblauchsoße in Hamburg? Aber, die war dann so ein bisschen schwach. Also wenn die Knoblauchsoße, dann richtig, es muss richtig stinken. Aber mal gucken, vielleicht ist es bei denen anders. Muss aber sagen, preislich, Leute, wir sind ja bei 57. Das ist aber auch mal interessant, weil Soul Kebab, wie erwähnt, ist ja so ein bisschen so eine Kette, ne, könnte man sagen. Ich weiß nicht, ob Franchise ist, glaube ich, ein bisschen größer. Ey, wisst ihr, was ich meine? Also, das ist eine Kette irgendwo. Und ich habe aber auch schon für 6,50 einen Döner geholt. Und vor kurzem auch. Das heißt, die variieren von Standort zu Standort. Und Lattenkamp ist ein guter Standort. Hier ist eine Schule, hier sind viele Büros, sage ich mal. Ich glaube, hier, die haben Lauf, Kundschaft ganze Zeit. Sehe ich ja, die kommen mal rein, sagen, hey, ein Döner hier und da. Und da 57 verlangen. Ja, die Leute wollen Geld machen. 57 für einen Döner finde ich auf jeden Fall schon sehr, sehr hart. Bank ist, glaube ich, hier nass. Aber wisst ihr was? Das hält mich nicht auf, meinen fetten Arsch raufzuklatschen. Oh, habe ich hier einen schönen Ort gefunden. Hier werden wir unseren Döner verspeisen und gucken, ob es Soul Kebab unsere Rangliste erobern wird. Ah, bin ich eine Kuh? Ich bin ein Schwein, keine Kuh. Das haben die verwechselt. Oh nein. Also Gemüse auf jeden Fall, Leute. Da haben die auf jeden Fall mal überhaupt nicht gegeizt. Das ist ein Gemüsedöner gefühlt halb, ne? Aber, ja, okay, was ich jetzt schon mal nicht so
das habe ich ja schon öfter gesagt, Leute, ich bin ein Epithet, was das angeht, aber ich mag immer so, wenn es so richtig schön gemischt ist, das ist eher so schichtenweise aufgeteilt, also sprich auf der einen Seite ist das Salat, dann haben die da ein bisschen Fleisch reingetan, also jetzt nicht so auf jeden Seiten, also siehst du, hier ist gar kein Fleisch, aber hier ist das ganze Fleisch. Naja gut, naja, probiere ich trotzdem gut reinzubeißen. Ich habe auch Curry-Knoblauch genommen, ist an sich eine geile Mischung. Oh mein, ich hatte zum Frühstück richtig schön Haferflocken, ne? Oh, ich liebe Haferflocken und mein Mund, muss ich trotzdem sagen, jetzt wo ich den sehe, Moment, Geruchstest wird schon ein bisschen feucht, mein Geruch. Oh ja, ich liebe Döner. Döner hat auch so einen einzigartigen Geruch. Klar, kann in einem Auto scheiße sein, wenn das ganze Auto nach Döner riecht. Aber so hier draußen in der Wildnis riecht es schon wirklich sehr lecker. Und ich habe meinen Satz nicht zu Ende gemacht, mein Mund. Obwohl ich gegessen habe. Ich bin gar nicht so hungrig, was gut ist. Weil wenn du hungrig bist und was isst, dann schmeckt es immer gefühlt besser, obwohl es vielleicht gar nicht so krass ist. Deswegen eigentlich immer gut, wenn man einen Geschmackstest macht, dass man schon ein bisschen was im Bauch hat, damit man objektiver bewerten kann. Okay, ich bin bereit, dich süßen hochzunehmen, ne? Boah, der ist aber nicht also du kriegst für 57 auf jeden Fall einen vollen Döner, da haben die nicht rumgegeizt. Soße wurde auch ordentlich raufgetan, hoffe ich zumindest. Also die Soße könnte so viel sein will, wenn sie intensiv sind, sind die natürlich käsig. Ne? Wie findet ihr uns? Wären wir ein süßes Pärchen? Auch keine Sorge, der ist noch schön brennend warm, das merke ich auf meiner Nase, weil der Laden hier ganz vorne ist. Also ich probiere mal schöne Orte zu finden, hier habe ich einen richtig guten Ort gefunden. Okay, auf geht's Leute, mal gucken, ob das unsere neue Nummer 1 wird. Doppelbiss. Oh ja. Ja, gib's mir. Okay. Knoblauchsoße ist da. Problem ist, die Currysoße ist so dominant, dass sie zu stark ist. Aber es ist gut so, dass die Currysoße auch mal stark ist und nicht so eine Pisse ist. Fleisch gut. Oh ja, mein Gott. Das ist mal ein echter Döner. Das schmeckst du wirklich. Das ist nicht so eine Fabrikscheiße oder irgendwie eine Drehspießkacke. Das Fleisch ist schön kross, schön fleischig. Ja, sorry, militante Veganerin, aber wirklich mal so richtig fleischig. Du schmeckst noch diesen Hackfleisch-Wipe oder so. Nein, du schmeckst da wirklich, okay, hey, du hast es hier mit einem Schwein zu tun. Nein, du hast es hier wirklich mit echtem Fleisch zu tun. Warte, wir müssen diese Ecke hier mitnehmen. Das war nur so geil. Also, das Komische ist, bei jedem Döner finde ich eigentlich immer gute Worte für den Salat und sage, ey Leute, Salat lecker, Salat hier und knackig und frisch und bla bla. Bei dem Salat muss ich zum ersten Mal sagen, ist das Fleisch wirklich gut. Das Fleisch macht wirklich gut. Es ist einfach ein geiles Dönerfleisch. Das ist so traurig, Leute, dass heutzutage nicht normal ist, dass einfach die Leute normales Dönerfleisch benutzen, sondern immer so eine Pisse halt einfach, ne? Und ihre Mutter noch gefühlt reinmixen. Aber der Salat, komischerweise, dieses ganze Rucola und so, ist mir viel zu viel. Also Salat muss da ganz viel abgespeckt werden, also nicht ganz viel, aber schon immer weniger gemacht werden, dann durchgemischt werden und dann haben wir es eigentlich. Also die Soßen sind auf jeden Fall schön da, also sind da, ich will nicht übertreiben, es ist nicht die krasse Knoblauchsoße der Welt, es ist eine Ordnung Knoblauchsoße, das Curry schmeckt man mehr raus, was auch okay ist, was stört mich nicht. Also es ist immer noch die Knoblauchträume, die wir haben, ne? Ich muss aber sagen, fleischmäßig ist das hier auf einem richtig leckeren Niveau. Und ganz wichtig, das wisst ihr, Moment, es muss Spaß machen, wirklich, es muss ein Genuss sein, es muss so sein, dass du wirklich reinbeißt und denkst, oh geil, und noch ein Biss, und noch ein Biss, du findest, dass du süchtig danach wirst. Hier unten, ne? Guck mal, genau das beschreiben mit dem Döner. Ein Döner, finde ich, muss lecker sein. Und er muss, wenn ein Döner immer leckerer und leckerer und leckerer wird, weil du dich immer mehr ans Ende beißt, wo natürlich, ich weiß nicht, man sieht es nicht so gut auf Kamera, aber hier unten, da sieht man, glaube ich, in der Mitte, da seht ihr es, da ist halt dieses Fett, da ist die Soßen, die sich komplett vermischen. Da kommt so der Endteil, so dieses Geilste. Es gibt ja Leute, die werfen das vielleicht weg oder so, ey, seid verrückt geworden. Ein Döner am Ende ist halt nochmal das Überspecial-Ding. Boah, es fängt so stark an zu regnen, ich muss hier kämpfen, wir den Döner essen mit euch. Ey, Hamburg ist verrückt, ich hoffe, ich gehe noch ganz klar für euch. Und auf jeden Fall, es wird besser und besser und besser, und das zeichnet guten Döner aus. Und das ist unsere neue Nummer 1. Der Zuschauer hat keine Scheiße gelabert, weil dieser Döner schmeckt wirklich lecker. Oh, der macht auch so Bock zu essen gerade, ne? Oh, die Soßen, oh, das Fleisch, das ist das Brot, klar, es ist nicht selbstgemacht und so. Aber gut, man kann nicht alles haben. Also ich habe wirklich abgefunden damit. Ich probiere mal rumzuholen bei euch. Ich will das haben, ich will das haben. Aber manchmal sehe ich es auch einfach ein. Ich muss sagen, irgendwann wird es passieren, Leute, dass ich wirklich mein eigenes Brot kriege. Dann noch wunderschön das eigene Fleisch. Aber trotzdem, das hier ist auch schon wirklich sehr lecker. Vor allem für Hamburger Verhältnisse. Was ein bisschen traurig ist, dass es jetzt so ein Franchise ist, so ein bisschen. Aber Soul Kebab war ja nie eine schlechte Firma oder so. Oder nie ein schlechter Handel, Laden, sagen wir mal.
Ich hatte nie Probleme mit Stalker, weil ich mag ja Stalker. Nur am Ende des Tages freut man natürlich, ist es halt trotzdem irgendwo eine Kette und da ist man immer so ein bisschen voreingeschränkt. Bei der Kette konnte ich sagen, dass Stalker eigentlich immer einen recht guten Job abgeliefert hat. Klar wurde ich mal nicht immer komplett überzeugt, aber heute auf jeden Fall. Ein paar Genießerbisse für jeden, der gerade was mit mir essen möchte. Das heißt, wir essen gerade zusammen. Oder für jeden, der ein bisschen Hunger braucht. Wow. Endlich mal. Ich liebe es einfach, dieses Fleisch zu beißen. Dann kommt dieser schöne Fleischsaft davor, so, ne, es kommt so raus. Und dann habe ich noch ganz leicht diese Knoblauchsoße drauf. Die ist nicht so intensiv leider, aber die ist trotzdem da. Knoblauch in Hamburg. Ach, das ist wirklich, ne? Ich genieße es. Kurz, bitte. Genieß mit mir. Komm, der letzte. Ach. Das Ende von dem Döner ist so gut. Das war so gut, ja. Unser bester Döner hat eine 7 und das ist unsere neue Nummer 1. Dem Döner gebe ich, das sage ich jetzt wirklich, den gebe ich eine 7,2. Jetzt hat der Tester kommt so, ich gebe dir eine 10. Nein, also guck mal, der ist voll verschluckt. Nein, guck mal, jetzt ganz realistisch, Leute, ich gebe den Döner 7,5. Der macht wirklich extrem viel Spaß. Der im Lattenkamp hier hat mich wirklich gerade überrascht, weil ich dachte wirklich, ja, wisst ihr, nicht böse gemeint, manchmal denkt man so, ja, hier Leute hauen Empfehlungen raus und hier und da, aber nee, der Zuschauer hat wirklich geschwört und hat gut geschwört. Das ist unsere neue Nummer 1 mit 7,5 Sternen. Warum jetzt nicht höher, obwohl ich so geschwärmt habe? Ich probiere natürlich immer hier alles geil zu beschreiben, so, ey Leute, Döner so und so und das. Aber ich sage euch ehrlich, ist es ein Döner, den ich aus diesem Müll hier rausholen würde? Das würde ich bei einer 9 oder 10 auf jeden Fall. Würde ich den allerdings aus dem Müll holen? Wahrscheinlich schon, weil ich fett bin. Nein, aber ich sag mal in dem Sinne, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinausspielen möchte. Ich bin schon hart bei den Kritiken, weil ich einfach so oft enttäuscht worden bin. Aber auch wenn ich jetzt schwärme und geil finde, ich vergleiche den ja mit den Dönern, die wir bis jetzt gegessen haben. Und die wir bis jetzt gegessen haben, waren leider teilweise richtig scheiße, schwach. Ich habe sogar den schlechtesten Döner Hamburgs gefunden, bevor ich den besten gefunden habe. Traurigerweise. Und ich muss sagen, dem... Der ist immer noch geil, im Vergleich zu den anderen halt super, super geil, aber zum Vergleich zu anderen Döner, die ich schon mal gegessen habe, ist der ein bisschen schwächer, sage ich mal. Trotzdem, es ist eine 7,45, eine gute Bewertung. Ich muss sagen, 7,5, ich überlege es mir, wenn ich weniger zu ihr, aber komm, 7,5, lassen wir jetzt drin einfach mal im Ranking. Ich hoffe, ich bereue es nicht, weil irgendwann, ich weiß jetzt schon, Leute, irgendwo lauern die Zehner, dann essen wir so die Zehner und dann ist so, ach scheiße, jetzt will. Nein, ich kann ja auch teilweise, wenn ihr wollt, mal wieder, also wir machen jetzt eine Liste, wir ziehen auch mal das Format durch, weil ich merke, es kommt gut bei euch an, aber wenn wir irgendwann... Vielleicht auch mal so Checks machen, so mäßig. Ah, ist immer noch eine 7,5 oder dies und das. Können wir alles noch machen. Ich nehme jetzt allerdings noch mal einen richtig saftigen, schönen Biss hier in die Mitte. Moment, sorry, ja, ich bin ein Schwein, tut mir leid. Ich muss sagen, Leute, das ist eine Episode, wo ich mich endlich mal wieder freuen kann. Ich freue mich. Es war einfach lecker, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe ihn wirklich genossen bis zum letzten Bissen. Leute, 7,5 ist doch eine schöne Bewertung. Wir haben eine neue Nummer 1 auf unserer Liste. Ihr seht die Döner-Rank-Liste auch. Ich blende sie immer wieder ein, ne, hoffentlich. Und ja, Leute, ne, lasst ein Like da, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.